Ah, so, ihr Lieben. Also, für diejenigen, die es auf YouTube gucken und die den letzten Part übersprungen haben, ich habe mich besser vorbereitet aufs Ende. Hab das Mal 7 aus der Schrotflinte rausgenommen, sodass ich mehr Damage mache pro Schuss und hab generell anscheinend etwas besser geskillt. Ne? Und wir sind jetzt hier wieder beim Endboss oder Teil 1 vom Endboss. Und ja, jetzt skippen wir mal noch ein bisschen die Scenes hier und dann geht's zum ersten von zwei Bossfights. Zwei große Bossfights mit mehreren Phasen. Also hier haben wir beim letzten Mal verkackt, aber jetzt habe ich mit gescheitem Equipment direkt vorne dran gespeichert. Schrotflinte ist dieselbe, Attribute sind andere. Das Problem ist, bei mal 7 in der Schussrate wird euer Damage auch durch 7 geteilt. Bei mal 2 und mal 3 ist es, glaube ich, nicht so. Zumindest bei mal 2. Ich habe es jetzt auf mal 2 gelassen. Hab ganz gute Rüstung. Und setze gleich hier am Anfang die Skill Liberate ein. Wenn nicht, ja, ich kann sie einsetzen direkt. Machen wir, da kriegt die Alte hier erstmal sowas von auf die Rübe. Die blöde alte Sau ohne Nibbel, ey. Ohne Nibbel. Spür mit der Euden. Mit der Euden. Gucken wir mal. Problem ist, nach dem Bosskampf, nach dem finalen Bosskampf, kannst du immer noch sterben, weil du dann wegrennen musst. Und ich weiß den Weg nicht. Aber gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Zur Not habe ich hier die Lösung. Nee. Gucken wir mal. Text skippen. Später lese ich wieder. Und übersetze es gleichzeitig, wenn ich es hinkriege. Von nun an werden die Mitochondrien alle Menschen beherrschen, bla 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 bla. Am Arsch, sing dein Lied. Mal gucken, ob. Sollte ich Liberate direkt einsetzen? Ich bin noch nicht sicher. Ich probiere es. Ich habe ja gespeichert. Ne? Das tut doch weh. Ich geb dir PE mit Liberate auf de C. Ab geht's, hopp. Engelskraft. Flieg und Sieg. 600, 900. 1200. 1600. Das dürfte killen. Nee, nicht ganz. Mir ist so schwindlig. Ah! Herr Schuf, bist du verrückt? So, PI, Heal 3. Ja. Gute Mods testen. Nein! Nein! Oh ne, das war so böse. What the fuck? Full Recover. Warte mal, ich benutze ein Item. Herr Schuf! So, und jetzt Heal 3. Eigentlich müsste ich Haste benutzen, um Feuer abzuhauen.
Netter Arm, ja. Sehr schön. 208, ne, ich nehme Heal 2. Oh, fuck you. Haste. Na, ja, bin ich zu schnell, ne? Jetzt haben wir sie. Phase 1. Das sieht doch schon mal super aus. Ah, ich gebe dir Punkte fürs Probieren. Aber genug mit diesem Nonsens. Jetzt geht's so richtig ab, die Alt. Schau und lerne, was Evolution wirklich bedeutet. Kritisch wird der Schuss von oben. Der zieht extrem viel Scheiße ab, ey. Herrsche auf. So, jetzt bin ich halt ziemlich langsam. Jetzt bin ich wieder normal. Da ist der Schuss. PI, Haste und dann nach rechts abhauen. Ne, nach oben. Nach oben. Sehr schön. Oh, was ist denn das jetzt? Schall mich mal lieber. Heal 3. Oh, ich bin vergiftet. Sehr schön. Aber wir haben QRM dabei. Wenn du QRD benutze ich halt das. Na gut, Ach, ich hätte Detox, ich Idiot. Perfekt. So, nochmal heilen. Ah, ich hätte lieber Heal 3 machen sollen. Wird schon schief gehen. Haste. Huiuiuiuiuiuiui. Kommt der nochmal runter? Scheiße, Mann. Huh!
Herr Schuf! Bin auch immer noch vergiftet. Nicht so gut. Ich habe halt auch keine PE mehr für Detox. Oh mein Gott. Ah! Full Cure und hoffen, dass ich das überlebe. Bis zum nächsten Medizinpunkt. Jetzt. Sehr gut. Ha. Ja! Oh, ich hab's. Runde 1 habe ich geschafft. Ich verstehe nicht. Nein, du kannst nicht unser natürlicher Feind sein. Nein! Habe ich das jetzt gesagt oder sehe ich? Ich weiß es nicht mehr. Egal. Oh Gott. Zum Dahinschmelzen. Jetzt stell dir mal vor, ich hätte nur ein Siebtel des Damages gemacht, ey. Das müssen Mitochondrien gewesen sein. Oder das müssen ein paar die verschiedenen Arten der Evolution durchgegangen sind. Denk darüber nach, Eve. Tag 6, Liberation. Im Japanischen sind Tag 5 und 6 vom Namen her übrigens getauscht, glaube ich. Ja, Speicher. Das muss Marzipan gewesen sein. Uiuiui. Ah ja, komm schon. Ah ja, was ist los? Ha, du warst großartig, Aya. Das zeigt, dass das nur mein Partner bringen kann, ne? Ja, Aya, ich bin froh, dass du sicher zurückgekommen bist. Warum zur Hölle musste Eve das alles auf der Statue of Liberty machen? Wegen dem Ozean. Wegen dem, was er symbolisiert. Der Ozean ist die Mutter aller Kreation. Deswegen wollte sie da gebären. Oh, wie schön. Oh. Bam, 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 bam. Wenn es dir nichts ausmacht, würde ich lieber Zeit mit mir selbst verbringen. Okay. Er will sich ein bisschen zurückziehen. Alle anderen warten drin. Okay. Magen voll Schwaden ist das Beste. Brauchst du es nicht mehr? Nee. Ja, danke. Das hat mir irgendwas gegeben. Ist der Wayne aus der Polizeistation? Ja, er ist extra hergekommen, um uns zu sehen. Yo, Aya! Ich warte draußen.
Der Geruch von Öl macht mich irgendwie nicht so gut. Ich weiß, du kannst es schaffen. Als ich gehört habe, dass du das Ding in Stücke zerrissen hast, musste ich einfach herkommen. Gott, hat der Arme. Wie ist denn der gebaut? Jeder sagt, dass du der Number One Cop in ganz New York bist. Hey, was ist los? Du hast das Ding getötet. Bist du nicht glücklich? Ich denke, du bist noch geschockt oder so, hä? Ja, das ist wahrscheinlich auch noch müde. Ich nehme dir die Sachen ab, die dir im Weg sind, und jetzt ruhe dich aus, okay? So, hold equipment. So, pass auf, du nimmst den B-Protektor. Und du nimmst... Nee, nichts nachladen, du nimmst... Du nimmst... Das Teil. Und du nimmst... Das Teil. Du nimmst den Endsuit. Du nimmst die Jacke hier. Du nimmst das. Den Raketenwerfer lass ich mal sicherheitshalber eingesteckt. Ich weiß nicht, ob man den brauchen kann. Du nimmst das hier und du nimmst diese Waffe. Alles klar. BP. Habe ich BPs, die ich einsetzen? Ich habe nur 65 BP. Nur 65 BP. So. Hold Items. Das lassen wir mal alles da. Cancel. So, er graviert den Namen auf jede Waffe, die wir wollen. Ne? Machen wir auf die hier. Die nennen wir Pumpe. Das kannst du für New Game Plus dann benutzen, das Zeug. Und die Weste nennen wir Osten. Ne, Osten. Ten, Osten. Ist großartig, hier auf dem Schiff zu sein, oder? Muss ich meiner Mama erzählen. So, wie geht's weiter? Ah. So, ich hab gedacht, du kriegst noch einen Haufen Items von dem. Ich speichere erstmal. So, Slot 1. Slot 2 lassen wir mal offen. Ja, wir wissen nicht, was noch kommt. Ob ich den vielleicht brauche. Ah, genau. Some Supplies. Ach, so muss ich mir jetzt was raussuchen, oder was? Kann ich nur eins nehmen? Ah. Kein Revive? Warte mal, wenn ich bei dem hier noch Hold Equipment, Hold Items, Select. Ich habe hier ja noch Zeug gebunkert, aber da war kein Revive dabei. Aber ein Full Recover. So, genau aus dem Grund habe ich mir das rübergelegt. Weiß gar nicht, ob ich was brauche für Statuseffekte. Ja, hallo, Herr Mendel. Ja, hallo, wie geht's? QRM, Poison DC. Ich weiß nicht, ob ich davon was brauche. Wenn wir was mitnehmen können. Alles mitnehmen, was geht. Okay, mehr geht nicht.
Nochmal speichern. Puh. Oh, scheiße, ich hab Angst. Okay, wo geht's jetzt hin? Zieht sich in die Länge. Ach, scheiße, Mann. Gute Besserung weiterhin, gell? Was für ein Weihnachten, ne? Jetzt kannst du laut sagen. Sorry, wir sind zu spät. Wir konnten der Kreatur nicht nähern, ohne uns absolut sicher zu sein, dass er tot ist. Ihre Hilfe wird greatly appreciated. Vielen, vielen Dank. Bitte ruht euch drinnen aus. Als Zivilisten der... Was? Was ist los? Oh mein Gott. Was? Was ist los? Du machst mir Angst. Dieses Riesenvieh, was die Mitochondrien erschaffen hatten. Jetzt geht's so richtig ab. Es war doch bestimmt nicht der Uterus des ultimativen Wesens. Nein. Doch, es war der Uterus. Jetzt geht's ab. So ein krankes Spiel. Ein Baby. Ach, Weihnachten war's zu Hause. Super, das freut mich. Was zur Hölle ist das? Du verarschst mich doch. Das ist das ultimative Wesen. Wir haben es nicht rechtzeitig geschafft. Was sind das für Explosionen? Die mitochondrische Energie muss außer Kontrolle sein. Bis zu dem Punkt, wo es diese Explosionen hervorruft. Wir hauen ab, kommt ihr mit? Und tschüss. Ich glaube, das ist das Einzige, was wir jetzt machen können. Wegrennen. Nee. Ah ja, komm schon. Ah ja, was los? Ich muss das Ding erledigen. Ah ja, nein. Macht euch keine Sorgen. I'll be back. Bitte beeilt euch. Halt's Maul, Mann. Ah ja, bitte nimm... Hör auf mit deinem Voodoo-Stuff. Wir verschwenden hier nur unsere Zeit. Nein, Daniel, bitte! Das ist anders, das ist kein Voodoo-Zeug. Beeilt euch jetzt. Ihr zwei solltet gehen. Jetzt. Ah ja, du kommst. Egal was ist. Hörst du mich? Also du kommst nach, egal was ist. Hörst du mich? Ja, ja. Das Geile ist, dass der Maeda tatsächlich was hat, was uns später hilft. Wir haben ja noch die Pistole von ihm. Ne? Pankurre. Geil. Uiuiui. Ui, ui. Bin das Baby, musst mich lieb haben. Oh, das ist wunderschön, das Kind. Oh, wie es auf den Boden klatscht. Oh, ist das süß. Du bist ein süßes Baby. Ey, du bist ein süßes Baby. Ah. Jetzt heißt es du oder ich. Wer wird's schaffen? Ach Gott, Leute, ey. Das ist hier die Frage. So, weißt du, was ich mache? Ich geb dir Liberation auf deinen fetten Eierkopf. Direkt. So, PE. Liberate, ab geht's. Mit der Power vom Kreischgall auf den Kopf. Das Baby oder der Pfannkuchen? Ist es kaputt? Ne, es ist kaputt, Gott sei Dank.
Es wächst. Was passiert? Hurenbock! Hurenbock! Ach Gott! Item. Nein, nein, nein! Item. Erstmal die Medizin-Dreier auffressen. Ja! Nein! Uiuiuiui. Schon dabei, Kyle. Ich bin schon dabei. Nein, es kommt von oben. Es kommt von oben. Na. Ah. Bleib stehen. Oh, oh, oh. Ja, Demon Souls Collector's Edition von The Frau. Sehr, sehr schön. Sorry, Herr Mendel, ich bin gerade bisschen im Stress. Ich habe jetzt extra noch mal eine Stunde länger gespielt. Dass ich eine Chance habe bei dem Kampf hier. Na, 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 na. Na egal, kann ich auch draufrotzen. Geschafft. Aber nur noch 300 HP. Oh Gott. Sephiroth! Das ist das erwachsene Wesen? Oh, oh, Sephiroth! Morgen zum Arzt. Nein, Herr Mendel, nichts zum Arzt. Du warst einfach gesund. Hast du auch was Schönes gekriegt, Herr Mendel? Ich habe noch gut Medizin, okay. MRT, ach gut. Ich drück dir die Daumen, ey, ohne Witz. So, PE. Keine Ahnung, ob das schlau war. Jetzt ist mir erstmal schwindelig. Ach du Scheiße.
Sieht gut aus. Sieht nicht gut aus. Oh. Oh, fuck. Scheiße. Die Form haben wir geschafft. Ach, ehrlich, ich drück dir ganz fest die Daumen. Ey. Wächst immer noch. Nein, warte, es evolved. Es entwickelt sich. So, passt auf. Und jetzt muss man hingehen und die Waffe wechseln zu Maedas Waffe, weil alles andere bringt eh nichts. Ihr macht jetzt nur ein HP-Damage. Mit jedem Schuss. Und man muss drauf warten, dass man mehr Damage machen kann. Und ich müsste mich gleich mal heilen. Item. Mit dem Kleeblödsinn, allerhub. Das ist das Wichtigste. Jetzt passiert's. Ich weiß, du willst weiterleben. Wartet mal ganz kurz. Okay. Ich meine, du wurdest schließlich gerade erst geboren, aber ich möchte auch leben, wie alle anderen menschlichen Wesen. Verdammt, das nimmt einfach kein Ende. Wenn wir das hier nur Eier geben könnten. Was ist das? Das sind Kugeln mit Eierszellen drin. Also das wolltest du dir die ganze Zeit geben. Aber ich glaube, es ist zu spät. Wir können nichts mehr machen. Idiot, gib sie her. Schmeiß das jetzt runter, oder was? Er springt. Ah, du Depp. Ui, 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 ui. Oh. Heiße Sache. What the fuck? Fangen die nicht erst von innen an zu brennen? Der müsste ja schon kaputt sein in dem Moment, wo es losgeht. Tasche fürs Geschäft. Kannst du hoffentlich bald wieder verwenden. Daniel! Das ist von Maeda? Oh, jetzt geht's ab. Jetzt haben wir die Munition. Ich heile aber vorher, ganz ehrlich. Ich heile vorher. Und zwar mit dem guten Heil 3. Da, guck, 999 pro Schuss. Haben wir es jetzt endlich geschafft.
Okay, Kyle, gute Besserung. Oh, Phantom Pain, das soll sehr, sehr gut sein. So, oh mein Gott. Ich muss irgendwas machen, um von dem Vieh das Vieh loszuwerden. Jetzt wird's eklig. Jetzt wird's richtig eklig. Ich darf den Weg nicht falsch laufen. Und in dem Guide sehe ich jetzt nicht gerade auf einen Blick, wo ich hinrennen muss. Der Engine Room. Ah, da kommt's schon. Ich glaube übrigens nicht, dass man hier speichern kann. Schneller. So, dann hier rechts rein. Dann runter. Ich glaube zweimal runter war's. Ne, geht nicht. Ich muss hier rein. Oh Gott, scheiße. Oh Gott, die Musik. Pressure shoots up, I can blow up this ship. Genau. Schneller, schneller. Hop, 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 hop. Ist es hier? Ah. Oh, es ist eklig. Ah. Oh Gott, ich hab's geschafft, oder? Oh Gott sei Dank. Mit Ground Zero, super. Ist doch super. Guter Preis. Oh, jetzt habe ich hier was weggeklickt. Es ist endlich vorbei. Ich verstehe es nicht. Warum habe ich diese Macht? Es ist, weil Maya auch in dir ist, Aya. Was? Als deine Mutter und deine Schwester gestorben sind, transplantierten sie einen Part deiner Schwester in dich hinein. In mich? Ja. Als du 7 warst. Du erinnerst dich wahrscheinlich an gar nichts mehr, aber... Du wurdest mit einem Defekt in deinem rechten Auge geboren. Und Mayas... Kornea? Hornhaut vielleicht? Keine Ahnung. Hornhaut? Nee, nicht Hornhaut. Die im Auge halt, ich weiß nicht mal, wie sie heißt. Bin gerade so aufgeregt. Wurde in dein rechtes Auge transplantiert. Ach, wie heißen die nochmal? Bin ich jetzt blöd? Egal. Mein rechtes Auge? Also dann ist das, was ich gesehen habe, als ich Eve angefasst habe?
Das heißt, wenn du eine extreme Erfahrung hast, ist das, wird sich diese in deine Cornea einbrennen. Was heißt denn jetzt Cornea? Leck mich doch. Ich guck das jetzt nach. Hornhaut, doch? Hornhaut. Hornhaut. Ich hab's gewusst. Brennt sich das in deine Hornhaut ein. Aber es ist wissenschaftlich nicht erwiesen. Das war Mayas letzte Erinnerung? Das letzte, was sie jemals gesehen hat? Zumindest das, was die Mitochondrien in Ayas Körper gesehen haben. Ich denke, dass die Mitochondrien in Mayas Körper eine andere evolutionäre Veränderung durchnahmen als Eve. Da sie symbiotisch mit Ayas Mitochondrien... Keine Ahnung. Ich bin nur froh, dass ich es jetzt endlich rum habe. Oh, ich bin so froh. Nächste oder übernächste Woche? Also diese Woche nimmer? Nächste vielleicht? Ich weiß es noch nicht genau. War jetzt wegen den Feiertagen und so, ne? Still possessed by Eve's Power. Von dort evolutionierte es zu dem Punkt, wo es symbiotisch mit dem menschlichen Nukleus leben konnte. Ich und Maya, unsere mitochondrische Power oder Macht oder was auch immer. Beginnend mit dem Vorfall in Japan und jetzt hiermit. Ich frage mich, ob das eine Nachricht an alle Menschen ist. Nachricht? Welche Art von Nachricht? Wie soll ich das erklären? Wenn die Erde ein einziges menschliches Wesen wäre, dann wären wir Menschen wie auf diesem Wesen wie ein Virus, der außer Kontrolle gerät. Wir im Prinzip upsetting the natural balance of the body. Also wir bringen den Körper aus der Ruhe. Das ist auf jeden Fall Zerstörung. Ja, kein Problem, Herr Mendel. Kein Stress, gell? Nein, wir sind nicht schwach. Siehst du? Menschen sind im Kern eigentlich Parasiten. Man könnte sagen, dass wir Parasiten sind und die Erde ist unser Wirt. Was ein Geschwafel. Guck doch mal, die Sonne geht auf. Wunderschön. Guck dir's an, ich bin der Daniel. Wo ist denn das Sun, du Depp? Ach, da. Ja, geil, da kommt alles zusammen, ey. Brauchst du einen speziellen Receiver oder was brauchst du da? Hast du da HD? Der sieht immer aus, als hätte er einen Schlafanzug an. Komm schon, Aya, hier nimm meine Hand. Ich bin nicht so gut in so Social Events. Na, ich nicht. Ich liebe diese Dinger. Wir müssen das für Weihnachten wieder gut machen. Das ist mein erstes Mal, also ich bin nervös. Das ist, weil Aya und weil die so schön angezogen ist. Nein, das ist es nicht, natürlich nicht. Es fängt an, sollen wir? Boah, Leute, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ich habe Parasite Eve durch. Mein Gott. Boah.
4 Jahre später. Sorry nochmal für die lange Wartezeit, ey. Daniel und Ben sind spät. Sollten sich besser beeilen. Bla bla bla. Must be really crowded. Das Klo ist wahrscheinlich voller Leute. Was ist los? Du wirkst so angespannt. Ja, natürlich. Ich hab dich lieb. Was? Was? Oh. Das eben gar nicht mehr lesen können. Ja, er will unbedingt neben mir sitzen, der kleine Bu. Sorry, dass wir zu spät sind. Ja, ich verstehe, was du meinst, ja. Das ist Opernstück vom Anfang, gell? Sie ist böse. Nee, ich nicht. Ich nicht. Ich schaue generell so gut wie keinen Sport. Ja, da hatten sie jetzt Angst, dass alle in Flammen aufgehen, wie am Anfang. Baba! Waren alle angespannt. Handy, ein neues. Ein Sony Xperia. Oh oh. Oh weh. Es ist noch nicht vorbei. Oh, wie schön die leuchten. Oh. Das ist eine geile Idee. Das ist ja cool. Bei so einem Photoshop oder was? Das Sakaluchi. Wir haben es geschafft. Ah, das ist auf einem Buch basierend sogar. Wusste ich auch nicht. Oh, wir haben es geschafft. Geschafft.
Es ist vorbei. Es ist vorbei. Pixum. Hashtag Werbung. Ja, cool. Ja, da gibt's geile Sachen. Oh, der Hammer. Der Hammer. Ich hatte so Panik vorm Schluss. Ich hab gedacht, ich hock da bis um 11 dran oder so. Aber 8:30. Wunderbar. So. Was spiele man als nächstes? Nee, ich bin froh, dass ich es geschafft habe. Nicht, dass es vorbei ist, weil das Spiel ist geil. Das hätte ruhig noch 10 Stunden länger gehen können. Das ist meiner Meinung nach sogar ziemlich kurz. Ich meine, du hast zwar noch New Game Plus und sowas, aber da habe ich nicht unbedingt so Bock drauf. Ja? Wir hätten Parasite Eve 2, Kona, Kingdom Hearts, Red Dead Redemption 2. Ich glaube, das sind so die 4 Spiele, wo ich so zur Auswahl stellen würde. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht mache ich noch eine Umfrage, was als nächstes kommt. Bin mir noch etwas unschlüssig. Red Dead muss ich irgendwann. Muss ich irgendwann durchziehen. Kingdom Hearts, ja. Würde ich mit Senras eine Freude mitmachen. Der ist riesen Fan davon. Und ich hab's noch nie gespielt. Du bist für Kingdom Hearts. Okay. Geht halt ein bisschen länger, glaube ich. Ist aber kein Problem. Och, ist das schön. Aber bei Kingdom Hearts würdet ihr mir helfen, oder? Da kennt ihr euch doch aus, oder? Ich hab halt Hoffnung, dass es so cool wird wie FF8 zum Beispiel. Das war bisher das beste Stream-Projekt. Das hat mir so Spaß gemacht. Also Solo-Stream-Projekt. Ich hab's geschafft. Parasite Eve. Schönes Spiel von Square Enix. Mit Ballern und Horror und RPG. Der ist es. Ja, von Bohlen empfohlen. Bohlen hat gesagt, hey, wenn ich dich einstelle, Renten, dann war's das mit meiner Karriere, weil besser wird's nie. Und ich will noch ein paar Jahre im Geschäft bleiben. Das ist der Grund. Ansonsten hätte er es direkt gemacht. Also so kurz bevor er aufhört mit der Karriere, will er mich dann einführen quasi. Ja. Ja, also ich finde Parasite Eve, wie gesagt, ich bin nicht froh, dass es vorbei ist. Ich bin froh, dass ich es geschafft habe. Weil ich weiß noch, ich hatte damals so scheiße Probleme mit dem Spiel, wo ich das erste Mal durchgespielt habe. Und jetzt hätte ich ja fast schon wieder die gleichen Probleme gehabt oder ähnliche Probleme, dass ich am Ende einfach total kacke bin. Storymäßig kitschig. Würdest du es auf Deutsch spielen, Kai? Die deutsche Synchro gut in dem Spiel? Ist ja synchronisiert, oder? Ja, ist so, deswegen gucke ich schon sehr lang kein Fernsehen mehr. Ich glaube, die PS4-Version auch.
Ich müsste ja eh spielen, bevor ich das Dreier irgendwann spiele. Wäre schon interessant. Ach, die sind auf Englisch, echt? Okay. Ah, okay. Was ich auch noch streamen wollte, ist das 2016er Doom auf Ultra Violence. Dadurch hatte ich PC-Probleme so arg damit, aber das könnte ich von der PlayStation aus machen. Nee, soll da jetzt noch ein Film kommen, oder was? Bam, 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 bam. Oh, ist das schön. Ah, okay. Also im selben Universum quasi, oder was? Weiß nicht, warum man das jetzt so melken muss. Verstehe ich nicht. Man war ja ab Teil 3 schon nicht mehr so gut, ne? Ich glaube 4 und 5 habe ich mir schon gar nicht mehr angeschaut. Eins und zwei waren ganz cool. Also der erste war super, dann der zweite mit dem Davy Jones war auch gut. Ja. Der ganze Schluss, Jack. Ich hab so schön gesungen. Oh, ich hab's geschafft. Naja. Disney ist eine Zitruspresse. Oh, okay. Scheiße. Ja, scheiße. Aber gut, Jack, ich guck, dass das sehr schnell auf YouTube kommt, alles. Ja, ich habe gerade eben schon gesagt, ich habe so vier Spiele, die ich im Kopf habe. Red Dead 2, Kingdom Hearts, Parasite Eve 2 oder Kona, was ich auch schon länger mal spielen wollte. Und ich weiß noch nicht, eventuell mache ich da eine Umfrage oder so, ich weiß es nicht. Das Layout ist geil. Danke, Kyle. Ich weiß noch nicht. Ja, ist ja gut jetzt. Oh Gott, das hätte bis 3000 hätte es hochgezählt. Bis 3000 hätte es hochgezählt. Unglaublich. So, speichern wir hier. Mach Umfrage. Alles klar. Und speichern wir hier. Good shit.